Also die Bandbreite ist riesengroß. Und das, was sie aber vereint, ist diese Haltung des unternehmerischen Denkens. Das heißt, sie gehen ins Risiko, sie erkennen Möglichkeiten, sie ergreifen Chancen, sie sind kreativ in dem, wie sie das tun. Wahnsinnig authentisch getrieben davon, dieses Problem lösen zu wollen und sind ethisch genau darin verfestigt in ihrer Haltung. Und damit, wenn man so einen Ashoka Fellow trifft, sind das meistens wahnsinnig bescheiden charismatische Persönlichkeiten, die zumindest mich jeden Tag optimistisch aufwachen lassen, dass wir das irgendwie alles noch hinkriegen werden mit dieser Welt. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für alle.